Was die Zuschauer erwartet. Ja, sag ihr mal, was die Zuschauer erwartet. Sag ihr das mal. Was die Zuschauer erwartet bei den Lottokönigen. Gewalt. Was ist das denn? Ja, das ist eine Familie im Ruhrpott, ne? Die Königs. Vater, Mutter, Kind. Essen, Stehle. Ne? Schwiegermutter? Ja. Die Hexe? Ist wie im Märchen. Die Hexe, ne? Das ist klasse. Die sagt immer so. Die Hexe zu ihrer, ne? Schwiegermutter, zu meiner Mutti. Und, ja, und wir gewinnen halt im Lotto, das war es eigentlich schon. Genau. Also wir fangen an mit einem kleinen Problem, nämlich, dass wir immer etwas zu wenig Geld auf dem Konto haben, dass am Ende vom Geld immer noch Monat übrig ist. Und wir gehen dann, wer weiß wie viele Folgen weiter, mit einem riesen Sack voll Probleme. Dieses eine kleine Problem, zu wenig Geld auf dem Konto, okay, das ist gelöst. Aber es kommen Komplikationen dazu, das ahnst du nicht. Ja, ich will zum Beispiel Urlaub auf Hawaii machen, du willst das nicht. Nee, nach Hawaii will ich nicht. Nee, stimmt. Also das zum Beispiel, dann ich will einen Safe. Und was hältst du davon? Nix. Nix, ne? Siehst du? Wie wär's mit einem Ferrari als neues Auto? Ne? Dann sagt sie immer, nee, dann weiß sofort die ganze Nachbarschaft, wir haben im Lotto gewonnen. Also kein Ferrari, Schätzchen. So, und so geht und das so immer weiter. So streiten wir uns die ganze Zeit. Auf eine Art. Nicht immer. Es passiert es passiert vieles. Deine Mutter zum Beispiel entdeckt ihre Spielernatur. Boah, die fängt an mit Poker, stimmt. Ne? Meine Fresse. Das ist ganz toll. Sie ist eigentlich die Befreiteste von uns. Die macht sich am wenigsten Stress. Ne? Stimmt. Diese nicht ganz unkomplizierte Person ist eigentlich völlig unkompliziert drin. Ne? Wir teilen uns den Gewinn, die kriegt 4 Mille oder was? Ach ja. Nee, 3. 3 sind ja noch für unseren Sohn, der weiß aber noch nichts. Die kriegt 3 Mille und hat damit überhaupt kein Problem. Ne? Mhm. Fängt an zu spielen, hatte noch nie einen Rechner, hat dann einen Rechner, weiß auch nicht, wie man ins Internet kommt und lässt sich das kurz erklären und geht dann in Aktien. Genau. Die macht alles richtig. Ja. Hat immer da den passenden Fernsehsender laufen, dessen Namen wir jetzt nicht nennen, und zockt so richtig mit dem Geld nach oben. Ja. Und macht auch noch Gewinn dabei. Die ganze Zeit. Sowohl beim Poker als auch bei den Aktien. Wahnsinn. Und wir werden richtig viel Geld allein damit los, dass wir geheim halten, dass wir Geld haben. Das ist ganz lustig. Das kostet uns so viel, unseren Lottogewinn geheim zu halten. Das ist schlimm. Ja. Ja.